Kennst du uns in groben Strich in allgemeine politische Situation schildern, wie sie sich der hohen Landbevölkerung vom Jahrhundertwende vom 18. und 19. Jahrhundert gestellt hat? Und warum, dass du da überzeugt bist, dass über das Schicksal von Johann Jakob Willi, wie du schreibst, ein unerschrockener Freiheitsheld, nicht nur die Historiker sollten Bescheid wissen. Leute im Dorf und so. Und die haben wirklich in dieser Zeit ein gerütteltes Mass an Veränderungen erlebt. 1794, natürlich, haben sie müssen erleben, wie die Schwefa diesen Leuten wegen der Eingabe von einer anständigen Petition an die Regierung verhaftet, des Landes verbannt worden sind, wie nachher Bussen verhängt worden sind, auch Leute von Orgen sind da beteiligt gewesen an dieser Petition, auch die sind dran gekommen. Dann haben sie im 1798, 1799 müssen erleben, wie die Franzosen einmarschiert sind. Eigentlich war es eine friedliche Besetzung gewesen, und hat eine Freiheit in Anführungszeichen gebracht. Der Land, ich rede immer von der Landleute, oder? Wenn man Horgen oder wo man will. Ist aber ungeheuer eine harte Zeit gewesen, oder? Mit den Leistungen, die sie haben müssen verbringen für die französischen Soldaten. Das hat gekostet und die Ortschaften haben richtig gebrütet und sind arm geworden wegen dieser Besetzung. Meine Antwort auf die Frage, Hans-Peter Brunner hat drei Teile, einen internationalen, strategischen, einen eidgenössischen und einen philosophischen. International strategisch. Mit dem Überfall auf die Schweiz verliert die Französische Republik ihre Glaubwürdigkeit. Meine Damen und Herren, friedlich gesetzt, Quatsch mit Soße. 700 Tote waren in der Leitz Bern und dann könnten wir weitergehen. 1798 war ein Überfall. Es geht seitdem am Ende von 1799 von Napoleon Bonaparte sogenannte Konsulatsverfassung eingeführt worden ist. Er sich also umgeputscht hat zum Boss in Frankreich, zu Paris nur noch die Macht. Aber das haben eben noch nicht alle gemerkt. Nur für die Macht rennt man auf Moskau und umgekehrt auf Paris. Für was denn sonst? Eidgenössisch. Im internationalen Sinne. Eidgenössisch. Der doppelte Nutzen aus der Schweiz, den Napoleon Bonaparte hat wollen sichern, ist zuerst der ruhige Besitz der Alpentransversale gewesen. Stichwort simpel. Dann die Schweizer in seinen Diensten. Und für diesen Nutzen zu sichern, hat er die Mitarbeit der alten Elite gebraucht. Wegen dem hat er in der Mediation 1803 in Wahrheit das Diktat die 13 alten Orte wiederhergestellt. Also Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Glarus in der damaligen Reihenfolge, Basel, Freiburg, Schaffhausen, Appenzell. Ja, 13 alte Orte. Hat er wiederhergestellt, die neuen liberalen Eliten hat er mit der Rechtsgleichheit abgespissen. Immerhin, die Rechtsgleichheit ist geblieben, die ist nicht aufgehoben worden. Und mit den 6 Mediationskantonen, die sie eine Art Auslauf hatten, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt. Das Eidgenössische und das Philosophische ist ein gefährlicher Irrtum zu glauben. Wir können mit einer ausländischen Intervention innenpolitische Vorteile herausholen. Der Ausländer kommt immer nur für seine eigenen Zwecke. Aber es geht darum, dass wir uns hier in einer Zeitepoche bewegen, die ungemein kompliziert ist. Wahrscheinlich etwa die komplexeste, die wir haben in unserer Geschichte. Und entsprechend ist es sehr schwierig, überhaupt Überblick zu halten, was ist wann passiert. Ich habe das wie folgt aufteilt. Oben sehen Sie in der horizontalen Zeitreihe, beginnend 1789 mit der Französischen Revolution und enden 1848 mit der Bundesverfassung. Problem 1, eidgenössisch. Die Strukturen sind schwach gewesen. Aber stärkere Strukturen kosten. Und Steuern kann man nur erheben, wenn man Macht abgibt. Problem 2. Kantonal. Im stärksten Kanton, Bern, und in den kleinen Kantonen, und jedenfalls in einer Mehrheit, haben die Elite vom Staat und von den fremden Diensten gelebt. Reformen hätten bedeutet teilen. Und teilen hat man nicht willen. Wenn eine Ordnung über Jahrhunderte besteht und die Schichten, die von dem profitieren können, eben höchste Stellungen, Reichtum und so weiter, die geht das nicht freiwillig auf, oder?
Da muss irgendwie ein Druck von unten oder von außen herkommen. Und der Druck, der wird halt dann mit Gegendruck abgedruckt wieder. Und irgendwann dann einmal ist es so weit gewesen. Für mich ist es im Zürcherischen 1830 mit dem Ostertag. Lesen Keller! Zweierlei Freiheitshelden, dort wird das sauber rausgeschaffen. Lesen Gotthelf, Elsi, die seltsame Macht, das sind literarische Zeugnisse, die genau das illustrieren. Also wir hatten natürlich ein Beispiel im Sterbenhandel 1795, wo die ganz einfache Anfrage an die Regierung von der Landbevölkerung in dem Sinne einfach abgeschmettert worden ist. Wir haben dort den Anführer geholt, das ist beschrieben auch hier drinnen. Oben in Zürich hat man ein Schwert oben im Kopf geheißt, symbolisch ihn eigentlich in dem Sinne hingerichtet. Die Landbevölkerung hat einfach keine Chance gehabt, man hat es versucht. Ja, Machtverhältnisse sind einfach nicht so gewesen, dass die Landbevölkerung hat können etwas machen. Und dann sind es natürlich auch noch Unterteile gewesen, oder? Die sich ja effektiv gewehrt haben dagegen, das sind die Innerschweizer gewesen. Der Reformbedarf war anerkannt, aber der Weg zu den Reformen war schwierig, sowohl eidgenössisch als auch innerhalb der einzelnen Orte. Es war für die Leute natürlich hart, die fremden Soldaten da zu haben, aber sie haben sich nicht gewehrt, weil wir immer das Bild hatten, ja, die tun uns befreien. Aber später sind natürlich dann die Leute gewaltig auf die Welt gekommen, oder? Wo die Befreier sich zum Teil in diesen Dörfern gewaltig daneben benommen haben. Weil ich meine, ihre Anführer haben die auch nicht immer unter Kontrolle gehabt. Und weil das dermaßen teuer ist für die Leute, dann haben sie dann sehr bald Nase voll gehabt vor Befreiung. Aber sie haben nichts können machen. Weil, wie gesagt, für den Napoleon war das einfach ein strategischer Entscheid gewesen. Das Vakuum, das mit in Europa gegenüber den Alliierten, wo er ja im Grunde genommen als Hauptfind hatte, Österreich, Deutschland, Russland, später noch England dazu. Das Vakuum hat er wollen füllen und das nicht den anderen überlassen. Es war wirklich eine schreckliche Zeit. Die Besetzung der Schweiz war überhaupt keine Notwendigkeit strategisch für die Franzosen. Sie haben drei Ziele verfolgt. Sie haben erstens die Alpentransversalen wählen. Das war Konvenienz. Sie haben zweitens die Staatsschätze ausräumen. Das haben sie systematisch gemacht. Das Einzige, was die da befreit haben, sind die Staatsschätze. Die haben sie abtransportiert. Und die haben es gründlich befreit. Und das Dritte war natürlich die Aushebung der Truppen für fremde Dienste. Also Stichwort Beresina. Es hat einen Grund, dass wir das nicht sind. Zum ersten Mal seit überhaupt. Zwangsweise. Horgen ist besetzt worden. Horgen ist relativ brutal von der eidgenössischen Truppe behandelt worden. Zumindest von der zürcherischen Truppe behandelt worden. Es hat auch Tote gegeben. Dort wird darüber gestritten, ob die Magd in dem Sinne vorhin zuerst geschossen hat oder mit dem Sichel oder was auch immer. Und nachher hat man eben auch das Leben geben dafür. Das ist umstritten, das ist mir nicht ganz einig. Auf jeden Fall ist es nicht schön zu und her gegangen. Die Willi hat sich dieser Verhaftung mit der Flucht entzogen. Und kurz darauf aber ist nachher dann zu einer Eskalation gekommen. Horgen hat sich geweigert, dem Eid, dem neuen Amtseid, in dem Sinn das Gelübde abzulegen. In der Kirche ist es zur Aufruhr gekommen, wie in anderen Dorfgemeinden auch. Der Schloss Wedenschwil ist in Brand gesetzt worden. Und der Willi ist dann, hat gesagt, es nützt nichts, wenn man einfach etwas in Brand setzt. Man muss sich physisch anfangen wehren gegen die Stadt. Hat in dem Sinn sich bereit erklärt, der Chef der Gerechtigkeit, begehrende Truppe zu werden. Es hat eine Zusammenhaltung gegeben von Leuten. Einige Gemeinden haben das unterstützt, die Richterschwein, Wedenschwein hat das unterstützt. Gemeinde Horgen hat das nicht unterstützt. Sie mussten gezwungen werden vom Willi, dass sie die Truppe in dem Sinne mit aufgeboten haben. Und nachher ist es zum Bockenkrieg gekommen. Für die kleinen Leute ist zum Beispiel, dass das Ehegericht abgeschafft worden ist. Das war ja das Sittengericht, das die Leute total unter den Knoten hatte. Und wer sich da irgendwie etwas zu Schulden kommen lassen hat, der ist gnadenlos drangekommen, der ist in der Kirche zitiert worden und so weiter, hat Strafen bekommen. Also das ist einfach ein kleines Beispiel, warum sie gefunden haben, Gott sei Dank gibt es das nicht mehr. Sicher ist das gewesen, oder? Dass zum Beispiel können den Pfarrer selber wählen fürs Dorf, der ist vorher einfach von Zürich abkommandiert worden. Die Lehrer haben selber können wählen, sie haben können schauen, dass es ihrer Schule gut geht. Vorher war das nicht möglich gewesen. Und wo das zurückbuchstabiert worden ist, beides, dann so 1803,
ist das auch wieder ein Schock für die Leute. Weil der Pfarrer, der ist eine ganz wichtige Person in den Dörfern. Er hat ja irgendwie den Willen von der Stadt, von der Obrigkeit vertreten und verkündet. Nicht vergeben hat man ihm immer gesagt, der Herr. Oder? Der Herr war der Pfarrer gewesen. Und dass man den selber hat können auswählen. Klar, in den Dörfern hat es vielleicht keine Kandidaten gehabt, aber vielleicht ein Liberaler aus der Stadt hat können selber wählen. Das ist wahnsinnig wichtig gewesen. Das können wir gar nicht genug stark nachvollziehen. Und am Sitz von der Gericht nehme ich an. Auch die sind in dem Sinne auch Gericht sind gewählt worden. Und das, auch das hat natürlich eine grosse Rolle gespielt. Vorher haben sie das Gefühl gehabt, wir haben sowieso kein Brot, oder? Es gibt 6 Staaten, die er gegründet hat, die heute noch existieren. Die hat er neu gegründet. Und sie heissen, ich wiederhole es nochmal, es ist wichtig, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessinbad. Das sind die 6 Staaten, die Napoleon Bonaparte gegründet hat 1803 und die existieren immer noch. Sehr erfolgreich. So ein Event sollte man immer ein bisschen auch noch schauen, was hat das für eine Bedeutung für die Gegenwart und die Zukunft? Also ich würde sagen, meine Lehre ist, Gewalt bringt uns nicht weiter. Man muss mit kluger Taktik muss man vorgehen, mit List und Tücke praktisch. Man muss die Leute überzeugen mit Wort, das erste Mal. Wenn man einfach mit nackter Gewalt dahinter will, dann nachher kommt das meistens sehr schief raus. Es gibt aber unzählige historische Beispiele, wo es dann eben doch Erfolg hat. Ja. Ich meine, die freiheitliche Ordnung, die freiheitliche, demokratische, föderalistische Ordnung, wo ist die ganze Generation, die dort angefangen hat, schon vorher, seit dem Stadtanwalt, und dann eben von Willi aus weiter bis 1848 und drüber aus, oder in die demokratische Bewegung hinein. Die Ordnung, die ist sich der Wert. Abschließende Würdigung, Erich, ist der Johann Jacobelli, ist das ein Wirkopf gewesen, ein Trötzler, ein Utopist oder schlussendlich halt eben gleich ein unglücklicher Held? Ja, eher für mich ein unglücklicher Held. Einer, der sagt, und jetzt machen wir es und ich stehe an und ich führe das an, das ist in meinen Augen eigentlich ein Held. Und er ist... Er hat, wie ich schon gesagt habe, er hat einfach den Überblick nicht gehabt. Er hat sehr lokal gedacht und so im Kanton umeinander hat er das Gefühl gehabt, so vage, ja, von Äußerungen, die gemacht worden sind, auch nicht am See, im Oberland, ja, die machen dann schon mit. Und mit dem ist er dann tüchtig auf die Nase gefallen, oder? Wo er ja gesehen hat, wo es da einer verloren war, ist er über den See. Und dort hat er null Unterstützung bekommen, sogar Feindschaft hat er erfahren. Das ist, also er ist wirklich eine tragische Figur. Ich halte ihn für eine bedeutende, hochinteressante, aber natürlich tragische Persönlichkeit, weil alles, was er gesagt hat, das ist natürlich so, er hat den Zusammenhang nicht gesehen.